Fitness ist die Grundlage für ein gutes Fußballspiel. Das heißt, es werden immer sehr viele Einheiten speziell auf die Fitness abgezielt. Das heißt, es werden schon ein paar Laufeinheiten, Kraftübungen und alles Mögliche gemacht, sodass wir dann auch am Wochenende 90 Minuten marschieren können. Er ist schnell, athletisch, wendig. Seit 4 Monaten läuft Phil Ofosu-Aye für den MSV auf und ist als Stammspieler längst kein neues Gesicht mehr für die Duisburger Fans. Der 22-jährige Außenverteidiger hat sich durchgesetzt. Volle Power in jedem Spiel. Aber Duisburg hat es ihm auch leicht gemacht, sich hier wohlzufühlen. Mich jetzt eigentlich mehr so an 5.000-6.000 Zuschauer gewöhnt in Erfurt. Und jetzt spiele ich hier vor knapp 12.000 Zuschauern jedes Heimspiel. Und das ist natürlich für mich schon ein super Gefühl. Für Phil ist mit der Station MSV ein Wunsch in Erfüllung gegangen. In Moers geboren, zieht er erst nach Duisburg, dann nach Wilhelmshaven. Jetzt schließt sich der Kreis. Phil ist zurück im Ruhrgebiet, zurück in der Region, in der er geboren wurde. Was bedeutet ihm das? Um das herauszufinden, habe ich mich mit ihm verabredet. Und zwar nicht in gewohnter Umgebung am Trainingsplatz, sondern in einem kleinen Café mitten in Moers, seiner Geburtsstadt. Schließlich will ich mehr über den Fußballer mit den ghanesischen Wurzeln erfahren. Und Phil lässt mich nicht lange warten. Wir bestellen die Getränke und Phil trinkt eine heiße Schokolade. So viel habe ich schon mal erfahren. Auch, dass er in den Beruf des Fußballers eigentlich eher reingerutscht ist. Eine Tatsache, die, naja, man könnte fast sagen, nicht alle begeistert. Du hast das mit deiner Mama wahrscheinlich dann auch besprochen, Fußballer zu werden. Was hat die denn dazu gesagt? Ja, die ist bis heute nicht davon begeistert, was ich mache. Klar, sie macht sich halt Sorgen, weil sie weiß auch, dass man als Fußballer vielleicht, weiß ich nicht, als Feldspieler gerade vielleicht bis 33, 34, 35, je nachdem, wie der Körper es mitmacht, kann auch natürlich schon früher vorbei sein. Deswegen legt sie mir auch jedes Mal sehr nahe, wenn wir telefonieren, wie es dann mit einer Ausbildung aussieht und so. Und da muss ich immer darauf hinweisen, das geht jetzt nicht gerade, das passt gerade nicht. Nein, das passt im Moment so gar nicht. Erst einmal hat Phil nämlich einen Einjahresvertrag beim MSV Duisburg unterschrieben. In dieser Zeit wohnt er mit seinen Halbbrüdern zusammen, die er erst mit 18 kennengelernt hat. Ich erfahre, Phil fühlt sich hier wohl und wird von seinen Teamkollegen geschätzt. Was würdest du dann sagen, so abgesehen jetzt von deinen spielerischen Eigenschaften, was so deine persönlichen Stärken sind? Ich denke halt, dass ich, wie gesagt, offen bin. Ich gehe auf jeden Menschen offen zu. Ja, ich bin vielleicht anfangs ein bisschen zurückhaltend oder so, aber wenn man mit mir spricht, dann merkt man auch, dass ich eigentlich ein ganz lockerer Typ bin. Ja, so ein bisschen tollpatschig auch. Ich bin ein angenehmer Zeitgenosse, so würde ich mich beschreiben. Das müssen natürlich andere beurteilen, aber ich würde sagen, dass ich halt angenehm bin. Zudem bin ich halt sehr, sehr selbstkritisch. Ob er auch so selbstkritisch war, als er vor 2 Jahren entschieden hat, für die Juniorennationalmannschaft Ghanas zu spielen? Denn seinen damaligen Trainer machte Phil mit seiner Entscheidung, nach Afrika zu fliegen, gar nicht glücklich. Wie war das denn damals vom Gefühl, als du dich einfach in den Flieger gesetzt hast? Nee, das war schon, ich hatte schon das Gefühl, dass ich das Richtige tue, weil das war für mich schon eine große Chance. Aber mein Kopf hat mir gesagt, also wenn du wieder zurückkommst, dann knallt's richtig. Und das ist ja letztlich auch geschehen. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Super Erfahrung gewesen und ja, gut. Ja, man lebt halt auch nur einmal. Phil sagt von sich selbst, dass er das tut, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Sowohl auf dem Spielfeld als auch im Alltag. Dennoch legt er Wert auf Disziplin, vor allem im Beruf. Die Tasse heiße Schokolade gönnt er sich trotzdem. Zebras auf dem Weihnachtsmarkt, wo gibt es denn sowas? Mitten in Duisburg natürlich. Denn seit letzter Woche ist neben dem Training die Autogrammstunde auf dem Weihnachtsmarkt ein weiterer Pflichttermin für die Spieler des MSV Duisburg. Diesmal haben Maximilian Gül und Tobias Feisthammel in der Hütte Platz genommen. Hier stehen sie ihren Fans Rede und Antwort. Eine schöne Möglichkeit für die beiden Fußballer, ihre Anhänger mal ein bisschen näher kennenzulernen. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, Kontakt zu den Fans aufzubauen. Uns macht Spaß, mit dem einen oder anderen Fan dann auch ins Gespräch zu kommen, Autogramme zu schreiben. Ja, und uns freut es, wenn die Fans dann glücklich sind. Glücklich sind die Fans bestimmt nach erfolgreicher Autogrammjagd. Und auch Fotos werden fleißig gemacht. So nah kommt man den Spielern schließlich nicht jeden Tag. Und da sich 2013 so langsam dem Ende neigt, kann man auch schon mal einen kleinen Jahresrückblick wagen.
abschließend, glaube ich, war es soweit ganz in Ordnung. Hängt natürlich, also der persönliche Erfolg hängt natürlich auch immer mit dem Mannschaftserfolg zusammen. Wir haben jetzt in der Vorrunde schon einige Punkte liegen lassen, das halt unnötig war. Von daher können wir nicht ganz zufrieden sein, aber ich glaube, mit dem Sieg jetzt letzte Woche haben wir uns eine ganz gute Ausgangsposition jetzt geschaffen, um halt die nächsten Spiele noch erfolgreich zu gestalten und dann doch noch einen guten Saisonabschluss für die Vorrunde hinzukriegen. Das hoffen auch die Fans. Und wer für den 24. Dezember noch ein paar blau-weiße Geschenke braucht, der muss nicht extra in den Zebra-Shop. Denn mitten auf dem Weihnachtsmarkt steht der Zebra-Bus. Hier gibt es eine große Auswahl an Fanartikeln und Ideen für unter den Weihnachtsbaum. Damit und mit weiteren Siegen des MSV kann Weihnachten dann endlich kommen.